Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, dit is een ganz besonderer Moment vandaag. In Wada heeft Gottes Wort voor ons een goede Nachricht. Dat is dat Jesus is in Chinese. Is, wie wordt het vandaag zeggen, een president. Hij heeft het Rijk Gottes op deze eer gebracht. En dat is een Rijk dat over alle landen van de wereld zit en dat eeuwig is. Maar deze eer niet meer wordt zijn. En wanneer alle landen van deze wereld niet meer worden zijn, dan wordt Jezus zijn Rijk immer nog zijn. Een eeuwig Rijk. Jesaja kapitel 9, vers 7. Jezus heeft een Rijk opgebouwd en wie der wird zu diesem Landje hier. Viele Menschen sind bereit, viel zu tun, um ein Land zu tragen, wo Gott seine Fahnen. Einige sind von Südamerika in Nordamerika getragen, oder in Europa, andere von Europa in Südamerika. Wie seht ihr eine Stein, wo der beste Stein wird von seine? Und weißt ihr, dass ihr keine bessere Stein aus dem Reich Gottes hier, wer zu seinem Reich hier, wer den Paus haft, dat hij berias en Reich Gottes, dat je hier ten eeuwig Reich, dat je eeuwig dood, dat hij kan in diesem leven ten Reich Gottes hier, en wanneer hij stof, dan je hier het immer nog ten Reich Gottes, en een eeuwig zit, daar wo de Vader am Himmel woont, wo zijn Engel zijn, wo al de Heiligen zijn, wo all die sind, die mit Jesus und an Jesus gestorben sind. Und das ist so groß, so mächtig, wie der wir anbeten und es lohnt an, weil wir alle ein Teil sind vom Reich Gottes. Herr Jesus Christus, du bist der Herr über alle Herren, der Allmächtige, du bist Gott. Und du hast das Reich Gottes auf diese Erde gebracht. En wie dürfen ein Teil sein von deinem Reich? Und wie bitte dich, Herr Jesus, nimm du uns ab in dein Reich. Wir wollen, dass du uns Herr bist. Und wir wollen zu deiner Familie gehören. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei dem Namen Jesu grötschrieben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.